Das seit 2018 in Heiligenkreuz existierende burgenländische Familienunternehmen Klimisch Group GmbH bestellt 2020 mit 8 Hektar erstmals das größte Pfingstrosenfeld Österreichs. Anlässlich der beginnenden Erntearbeiten luden Landtagspräsidentin Verena Domst und Geschäftsführer Lukas Klimisch zu einer Besichtigung. Nicht nur für Österreich, ein Teil davon geht auch in den Export. Das Unternehmen pflanzt aber nicht nur Rosen, sondern auch Gemüse wie Chicorée, das im heimischen Lebensmittelhandel verkauft wird. Ein Vorzeigeunternehmen, das auch mit dem Standort in Heiligenkreuz im Südburgenland sehr zufrieden ist. Wir stehen hier vor dem größten Pfingstrosenfeld in Österreich, wo dieses Wochenende die Ernte beginnt. Und die Blumen können Sie in Bälde in den Fachhandel oder auch bei Billa und Merkur kaufen. Wir sind sehr stolz, dass wir im Burgenland diesen Betrieb aufbauen konnten, mit Hilfe des Landes Burgenlandes. Und wir werden nächste Woche mit 50 Leuten Pfingstrosen schneiden. Und es ist wirklich eine Pracht, wenn man sich das ansieht, das Feld, wie schön die Blumen hier stehen. Ja, auch ich darf Sie herzlich begrüßen. Mir sind zwei Dinge sehr, sehr wichtig. Das erste ist, das innovative Projekt ist hier im Südburgenland. Es hat europaweit Auswirkungen und ist österreichweit, nicht nur bei den Pfingstrosen, sondern auch in der Chicorée und sonstiger anderer Artikel wie Kleinmelonen, tonangebend, führend in den Märkten, wo man das kaufen kann. Ich kann mich nur bedanken, natürlich hat das Land Burgenland hier mitgeholfen und ich bin heute noch sehr, sehr froh darüber, dass ich damals als Agrarlandesrätin zuständig war, aber es ist die unternehmerische Leistung des Herrn Klimisch. Und ich möchte mich hier wirklich sehr, sehr bedanken, denn Sie haben hier unglaublich, ich sage jetzt nicht die Zahl, aber in sehr, sehr hoher Millionenbeträge, die Sie da investiert haben. Sie haben an das Südburgenland geglaubt, haben gesagt, da gibt es Felder, da gibt es Menschen, die Arbeitsplätze suchen, da gibt es Platz. Ich möchte mich hier auch beim Südburgenland-Manager bedanken, da gibt es Platz. Das ist eine Innovation auch für den Businesspark hier in Heiligenkreuz. Und das hat uns sehr geholfen, denn das ist nicht nur ein Betrieb, sondern ein besonderer innovativer Betrieb. Hier wird sehr viel und wir werden danach Gespräche führen. Da wird schon ans nächste innovative Produkt gedacht. Und natürlich wird hier das Land Burgenland auch schauen, dass wir so weit wie möglich unterstützen können. Und das größte Pfingstrosenfeld hier mit 8 Hektar, nur dass Sie eine Vorstellung haben, das sind 8 Hektar, ist natürlich schon was ganz Besonderes, auf das wir sehr stolz sind. Und Herr Abgeordneter, du besonders in deinem Bezirk. Herr Bürgermeister, du in deiner Gemeinde. Dankeschön, herzlichen Dank für die Einladung. Ja, für den Bezirk Gennersdorf, es wurde angesprochen, enorm wichtig und vor allem, weil es um ein Produkt geht, das keine Nachteile hat. Es erfreut alle Menschen, Pfingstrosen heute. Und wenn von der Firma Klimisch die Rede war, ein innovatives Unternehmen in zweiter Generation, ein Familienunternehmen, das sehr, sehr auf innovative Produkte setzt, wie wir auch im Inneren des Gebäudes gesehen haben, auf Chicorée und viele andere Dinge wie Wassermelonen oder anderes Gemüse. Und vor allem heute hier mit der Präsentation des Pfingstrosenfeldes. Wir im Bezirk sind natürlich außerordentlich froh und bedanken uns dafür, dass das hier stattfindet. Es hilft uns, wir sind dabei, den Bezirk, alle zusammen, die Sie hier sehen, nachhaltig weiterzuentwickeln. Und das ist ein wichtiger Schritt, weil es auch eine gewisse Wertschöpfung für den Bezirk und Arbeitsplätze eben für die Menschen, die hier zum Teil auch wohnen, bringt. Herzlichen Dank dafür und alles Gute für die Zukunft und viel Erfolg. Dankeschön. Der sich am meisten freut, ist der Herr Bürgermeister. Gemeindekasse mit den Kommunalsteuern. Darf ich Sie noch bitten, Herr Klimisch, dass Sie vielleicht sagen, was Sie alles da tun? Weil jetzt haben wir nur einen Teil Ihrer Palette aufgezeigt. Ja. Die fast sämtliche der Produkte, die wir hier Produkte, die in der Vergangenheit weit her importiert wurden. Und mit diesem Feld, was man hier sieht, das bald in voller Blüte steht,
und den Mini-Wassermelonen, die wir ab Juli ernten werden, und Kohlsprossen im Winter bzw. Chicorée in den Treibzellen ganzjährig, ist es natürlich eine besondere Freude, dass wir das in Österreich machen können und die Ware nicht mehr wie in der Vergangenheit von weit her importieren. Das heißt, die Wertschöpfung bleibt im Land. Wir produzieren so nachhaltig wie möglich und ich glaube, es ist ein Gewinn für alle, wenn wir Produkte in Österreich herstellen und diese Produkte nicht mehr aus dem Ausland herholen müssen. Hat sich in der letzten Zeit auch immer wieder erwiesen, dass es wichtig ist, dass wir die heimische Produktion fördern und nicht vom Import abhängig sind. Jetzt gibt es viele Anfragen, weil ich habe das natürlich auch auf allen sozialen Medien verbreitet. Da gibt es viele Anfragen, können wir nicht da gleich herfahren und können wir einkaufen? Sagen Sie bitte den Menschen, wo man das kaufen kann. Unsere Produkte gibt es im Fachhandel, das heißt bei den Floristen, Blumengeschäften zum Beispiel, aber auch bei Lebensmitteleinzelhändlern wie Billa und Merkur und im LGV Gärtnergeschäftl kann man das Produkt kaufen, die Pfingstrosen zurzeit. Wenn wir sehen, dass natürlich Leute zu uns kommen, dann würden wir auch einen Verkaufsstand im Betrieb errichten. Das müssen wir jetzt genau wissen. Es hören uns viele Menschen, wir sind heute von vielen Medien begleitet. Entschuldigung. Ja. Also wir werden bei entsprechender Nachfrage werden wir einen kleinen Abverkauf, Abhof bei uns einrichten. Wann wäre das? Ab nächster Woche. Ab nächster Woche. Das heißt, Sie würden raten, weil Sie die Medien dann sagen, okay, was heißt das jetzt? Kommen Sie? Wann dürfen Sie kommen? Jeden Tag ab 7 Uhr in der Früh bis 17 Uhr haben wir in dem Betrieb die Möglichkeit, dass wir Pfingstrosen verkaufen innerhalb der Pfingstrosensaison. Das heißt nächste Woche und Ende? Ich sage die nächsten zwei Wochen, wenn die Pfingstrosensaison voll in Blüte ist, wenn wir keine mehr haben, haben wir keine mehr zu verkaufen. Ja. Na, wir als Gemeinde sind natürlich außerordentlich glücklich, vor allem wird mit der Firma Klimisch der Name Heiligenkreuz in ganz Österreich verbreitet. Überall, wo man einkauft, steht oben aus Süd, also Heiligenkreuz im Südburgenland. Abgesehen davon, dass wir auch menschlich ein sehr gutes Verhältnis haben und auch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde sehr gut funktioniert, da darf ich an Lukas Klimisch wirklich Danke sagen für diese gute Zusammenarbeit. Herr Südburgenland Manager, du passt auf die Firmen da vor Ort auf. Ja, herzlichen Dank noch einmal. Natürlich ist es klar, dass es ein Betrieb ist, der ein Vorzeigebetrieb ist für das Südburgenland und es passt genau in die Strategie hinein, die wir hier auch verfolgen. Und das Wichtigste, und ich glaube, das haben schon sehr viele gesagt, aber das Wichtigste, es ist nachhaltig. Und um das geht es im Endeffekt. Hier wird nachhaltig produziert, hier wird auch teilweise pestizidfrei produziert, wenn man den Indoor-Bereich ansieht. Und ich glaube, das ist auch die Zukunft und es ist schön, dass wir den Betrieb hier haben und es werden sicherlich noch weitere folgen. Dankeschön.